Hallo liebe Gartenfreunde und Hobbygärtner, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Heute geht es mal um einen anderen Teil der Selbstversorgung, und zwar das Angeln. Ich bin leidenschaftlicher Angler und esse auch gerne Fisch. Fisch ist auch ein wichtiger Teil der Ernährung. Leider sind die Weltmeere mittlerweile sehr überfischt und belastet, nicht nur durch Mikroplastik. Die Bestände der verschiedenen Fischarten der Weltmeere werden immer geringer und auch kleiner. Gerade auch die Fische haben damit zu kämpfen. Deswegen wird schon ein Großteil der Fischarten in Fischfarmen gezüchtet, wie zum Beispiel der Lachs, der über 80% aus Zuchten kommt. In der heutigen Folge werden wir unseren eigenen Fisch fangen. Wir werden aus Plötze richtig leckere Fischfrikadellen machen. Wir werden panierte Flussbarschfilets braten. Und ich werde euch zeigen, wie man Flussbarsch räuchert. Wie ihr vielleicht wisst, komme ich aus Potsdam, und Potsdam ist, wenn man so will, eine Insel, die ist ringsherum von Flüssen umgeben, also die Havel. Egal in welche Richtung ich fahre, in 10 Minuten bin ich am Wasser. Zum Angeln in Brandenburg oder Potsdam braucht man 3 Dinge: eine Abgabekarte, einen Fischereischein und eine Gewässerkarte. Hier seht ihr nochmal die Montage, ganz einfach: ein Grundblei, ein Wirbel und hier der Tauwurm mit einem mittelgroßen Haken. Ja. Ich gehe einzig und allein aus dem Grund angeln, dass ich den Fisch verwerte, also esse. Ist auch der einzigste richtige Grund, um angeln zu gehen, wie ich finde. Der nächste Punkt. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch das weitgerechte Töten. Ein Fisch wird erst betäubt mit einem kräftigen Schlag auf den Schädel und dann kriegt er einen Herzstich. Das Herz befindet sich zwischen den ersten Brustflossen. Da sticht man mit dem Messer rein. So tötet man einen Fisch weitgerecht. Guck doch mal hier, habe ich einen richtig schönen dicken Barsch gefangen. Der hatte 41 cm, was schon für einen Barsch sehr groß ist. Der kommt natürlich mit. Ja, Barsche kann man im Herbst sehr gut fangen. Ein Flussbarsch ist ein sehr wertvoller Fisch, der schmeckt sehr gut. Schmeckt ähnlich wie ein Zander. Schönes, weißes, festes Fleisch. Tag 1 hat sehr viele Fische gebracht, sehr viele Barsche und auch Plötzen, und die wollen wir natürlich jetzt zubereiten. Aber erstmal kommt noch Rudi der Reiher. Jetzt mal zu Hause und nehme erstmal die Plötze aus. Aus der Plötze oder Rotauge wird jetzt ein Fischbratling oder Fischfrikadelle. So, jetzt filetieren wir den Fisch. Da wir die Haut nicht brauchen, schuppe ich den Fisch auch nicht. So erspart man sich einen Arbeitsschritt. Mit ein bisschen Geschick kann man den auch ohne Schuppen filetieren. Ich schneide oberhalb der Rückenflosse ein, der Hauptgräte entlang,
Löse das Filet aber erstmal nur grob. Meiner Meinung nach lässt sich ein Fisch wesentlich besser filetieren, wenn die Gegenseite noch dran ist. Also erstmal beide Filets grob lösen. Jetzt natürlich noch die Bauchgräten dran, die kann man jetzt mit der Schere leicht abschneiden und so haben wir das Filet sauber und ohne Verlust gelöst. Jetzt müssen wir natürlich noch die Bauchgräten wegschneiden. Wir fangen oberhalb der Bauchgräten an, mit ein bisschen Druck nach unten und mit einer flachen Hand, wichtig, ich will nicht, dass ihr euch schneidet, schneiden wir die Bauchgräten einfach weg. Man kann natürlich auch wieder die Schere dazu nehmen. Jetzt entfernen wir die Haut. Wir fangen von hinten nach vorne an, mit ein bisschen Druck nach unten und nach vorne schneiden wir die Haut einfach weg. Somit sind die Schuppen auch gleich weg. Hier seht ihr nochmal, was ein Fisch an Fleisch bringt. Hier haben wir unser sauber gewaschenes und abgetrocknetes Plötzenfleisch, Plötzenfilets. So, jetzt machen wir unsere Fischfrikadellen. Hier alle Zutaten, Plötzenfilet, ich mache immer ein bisschen Curry rein, zwei Eier, Senf, Zwiebeln und ein bisschen Brot, damit sie schön locker werden. Ich habe hier so einen kleinen Stabmixer-Aufsatz, wo man auch Fleisch mit kuttern kann, zerkleinern kann. Zuerst zerkleinern wir das Plötzenfleisch. Ich habe hier so einen Stabmixer-Aufsatz. Da passt ca. 200 Gramm Fleisch rein. Dazu kommt dann ein Vollei. Dann mache ich immer noch so ein bisschen Brühpulver rein. Also Gemüsebrühe. Ein bisschen Curry. Gut, ein Teelöffel kommt da rein. Salz natürlich nicht vergessen, was auch gut dazu passt, ein Teelöffel Senf. Könnt natürlich auch noch Kräuter reinmachen, wie Dill zum Beispiel oder auch Zitronenschale, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich habe es auch schon mal mit Paprikapulver probiert, ist auch sehr lecker. Also könnt ihr ein bisschen variieren, so wie ihr das möchtet, welcher Geschmack euch am liebsten ist. Ja, auch die andere Hälfte des Fleisches wird jetzt gekuttert. Zum Schluss kann man noch Gemüsewürfel reinmachen oder auch Zwiebelwürfel, wie in diesem Fall hier. Schön fein geschnittene Zwiebelwürfel. Wie gesagt, könnt ihr alles reinmachen, wie ihr das wollt. Ich kann übrigens schon mal vorwegnehmen, die Fischbuletten, die schmecken nicht nach Fisch. Wenn ihr richtig frischen Fisch habt, dann schmecken die teilweise wie, könnten auch Hähnchenbuletten sein, ja. Also umso frischer der Fisch ist, umso weniger schmeckt er denn tatsächlich nach Fisch, ja. Ist wirklich so. Fisch, der nach Fisch schmeckt, ist meistens schon alt. Ja, so sind die Fischbuletten fertig aus dem. Der Barsch wird natürlich auch filetiert. Auch der wird von der Haut genommen, also machen wir eigentlich das gleiche wie mit der Plötze. Natürlich ist Fischfiletieren immer ein bisschen Übung. Ich meine, ich habe früher im französischen Restaurant gearbeitet, da haben wir jeden Tag 10 Kilo Fisch bekommen. Deswegen ist es quasi in Fleisch und Blut übergegangen, kann man sagen. Ja. Fische ordentlich und sauber zu filetieren.
oder wie andere sagen, filieren. Ich sag mal filetieren, aber manche sagen, Fisch wird filiert. Ja. Wie auch immer. Auch hier schneide ich mit der Schere die Brustgräten einfach ab. Und auch die werden dann schön sauber runtergeschnitten. Schneide natürlich auch die Haut runter. Man kann Barsch auch sehr gut mit der Haut essen, aber Barsch zu schuppen ist sehr anstrengend. Der hat sehr kleine, fest sitzende Schuppen und es ist wirklich schwer, den zu schuppen. Ja? Deswegen auch hier die Haut weg. Jetzt haben wir noch ein paar kleinere Gräten im vorderen Teil des Filets und die kann man mit einem kleinen V-Schnitt einfach raustrennen. Ja? Also vorne im Filet haben wir noch ca. 10 Gräten oder so und die kann man hier auch noch rausschneiden, dann hat man wirklich keine einzige Gräte im Filet. Den Fischrogen kann man übrigens auch essen, man kann ihn auch braten, man sagt dazu Bratwurst des Fischers. Ich habe es selber noch nicht probiert. Könnt ihr mal sagen, was ihr aus den Rogen macht? Würde mich sehr interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, schön sauberes Fischfilet wie vom Fischer. Am nächsten Tag war ich natürlich wieder angeln. Das hat mir echt so viel Spaß gemacht, dass ich nochmal ein paar Fische fangen wollte und auch andere Sachen draus machen wollte. Ja, hier haben wir nochmal eine schöne Plötze gefangen. Dann habe ich natürlich auch wieder mal richtig schöne Barsche fangen können und die werden wir jetzt räuchern. Fisch räuchern, eine alte Haltbarmachung, leckere Sache. Also räuchern wir mal ein paar Barsche. Aber erstmal kommt noch Rudi der Reiher. Wieder mal ein guter Fang und auch viele Barsche, diesmal mittlere Barsche, die habe ich natürlich alle schon wieder ausgenommen und gesäubert. Fischräuchern ist ganz einfach, wir machen uns einfach eine Salzlake, also Wasser und Salz aufgelöst. Da kommen dann die ganzen ausgenommenen Barsche rein und natürlich ein paar Gewürze. Ich habe die leicht angeröstet, damit sie noch mehr Geschmack entwickeln. Ja. Gewürze, wenn man sie anröstet, werden sie wesentlich kräftigen Geschmack, man braucht auch nicht so viel. Wie gesagt, die ganzen Barsche in Salzlake eingelegt. Aus den Plötzen habe ich dann später Bratplötze gemacht, also so wie Brathering. Eine super leckere Sache, dazu werde ich nochmal ein Video machen. Also Bratplötze schmeckt fast identisch wie Brathering. Und die Gräten merkt man gar nicht mehr. Also dazu mache ich nochmal ein extra Video. Ist eine wirklich tolle Sache. Bratplötze. So, los geht's. Was brauchen wir denn zum Räuchern überhaupt? Ich habe mir eine Räuchertonne gekauft, die ist übrigens unterhalb des Videos in der Videobeschreibung verlinkt. Die kostet gerade mal 60 Euro, was voll günstig ist. Weitere Sachen zum Räuchern habe ich hier Buchenmehl, ein bisschen Kleinholz zum Anfeuern, ein bisschen Holzkohle und Wacholder und Rosmarin. Übrigens habe ich den Fisch in dieser Lake 12 Stunden liegen lassen. Wenn die Fische ein bisschen größer sind, dann können sie auch gerne 24 Stunden drinnen liegen lassen. So verlieren die Fische natürlich erstmal ein bisschen Wasser. Salz entzieht den Fisch Wasser und somit ist er dann schon mal ein bisschen länger haltbar. Dann sollte man die Fische, nachdem man sie aus der Lake genommen hat, abtrocknen, abtupfen und vielleicht noch ein bisschen an der Luft trocknen lassen, dass sie nicht nass sind. Jetzt haben wir den Fisch erstmal gehakt. Bei der Räuchertonne waren auch so kleine Haken dabei. Währenddessen wird die
Räuchertonne schon mal angeheizt, dass wir eine Grundhitze haben. Ich mache das immer mit Holzkohle, dass man ein bisschen Grundglut hat. Und weil der Fisch muss im ersten Schritt natürlich gegart werden. Der Geschmack, der Rauch, der kommt dann nach und nach und später, ja, die Fische alle einzeln reinhängen. Die Fische sollten alle einzeln hängen und nicht aneinander. Guckt, dass die wirklich alle ihren Platz haben und nicht aneinander hängen irgendwie. Weil so garen sie schwieriger und so kriegen sie auch nicht ihre Farbe. Die sollten alle einzeln hängen. Guckt, dass sie sich nicht berühren. So, jetzt hängen die Fische und jetzt kann man ein bisschen anheizen. Das heißt, wir machen erstmal eine Grundhitze. Die Fische müssen erstmal gegart werden. Das dauert ungefähr eine Stunde. Je nach Dicke natürlich. Der große Fisch braucht ein bisschen länger. Und so müssen wir die Temperatur von ca. 80 Grad eine Stunde lang halten. Man sagt ja immer, Heißräuchern ist bei 60 Grad. Ja, aber ihr habt bei dieser Tonne, bei diesen kalten Temperaturen doch immer schnell schwankende Temperaturen. Also lasst die Fische ruhig eine Stunde bei 80 Grad drinne. Nach einer Stunde ist der Fisch jetzt gar. Und jetzt können wir langsam anfangen zu räuchern. Ja. Und jetzt können wir mit der Farbgebung oder Geschmacksgebung anfangen. Wir haben jetzt hier einfach Räuchermehl erstmal ein bisschen gröber auf die Glut gemacht. Und natürlich kann man auch schon jetzt mit Wacholderbeeren ein bisschen miträuchern oder auch Rosmarin habe ich hier drauf gemacht. Gibt nochmal so einen extra Geschmack, so eine extra Geschmacksnote. Auch da kann man ja variieren, wie man möchte, welche ätherischen Kräuter man darauf macht. Ob es nur Thymian ist oder Salbei würde natürlich auch gehen. Ja. Zum Schluss habe ich nochmal richtig viel Räuchermehl drauf gemacht und habe den Ofen dann auch so gelassen. Der kann dann weiter räuchern, bis er dann irgendwann ausgeht und auskühlt. Das kann durchaus 5 Stunden dauern und dann sahen die Fische so aus. Mein erster selbstgefangener und danach geräucherter Fisch. Ja, ich war sehr gespannt, wie das Ergebnis ist und es war super lecker, muss ich sagen. Ja. Ihr seht, der Fisch ist nicht zu heiß geworden. Er ist genau auf den Punkt. Kein Eiweiß ist ausgetreten. So soll es sein. Ich muss sagen, der geräucherte Barsch schmeckt nahezu wie eine Forelle. Ja? Kann man echt sagen. Hat mir sehr gefallen, werde ich auf jeden Fall nochmal machen. So, jetzt sind wir am Videoende angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konnte ein bisschen was lernen. Lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder ein Abo. Folgt mir auch auf Instagram und jetzt sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Gemüsekoch Martin. Oder Fischkoch Martin. So, jetzt kommt noch mal Rudi der Reiher. Ciao.